Der 300er hat ihn mit 300 Pferden, also das Ding wird dann auseinander. Beratung, Rudelvorderwellen oben am Eingang, oben fahren, auch mit dem Team. Oh, mit den Drücken lasse ich euch jetzt mal eben rein und sehen. Das ist normal, das ist normal. Ich bin mir gerade gefühlt, deswegen. Heute bin ich nicht rasieren, ne? Ich glaube, da haben wir gespart. Mike, hätten wir mal Feuerspucker werden, ha? Das zweite Mikrofon noch nicht scharf. Oder Mirko, kannst du mal Ulrike eben scharf machen? Hallo? Ja. Ah, ja. Geht aber einfach. Heini, wo bist du? Bevor wir starten können, gibst du dem Olaf noch mal eben was in der Hand? Hinter dir. Hinter dir. Olaf, ohne Roller geht's nicht. So, liebe Täuflinge, oh, da fehlt unser Herr Pastor, kommt noch. Ach, das Taufkleid, ja, wir haben das Taufkleid vergessen. Liebe Täuflinge, ihr habt euch hier heute versammelt, angemeldet, um eure Heidenroller taufen zu lassen.
Wie immer übernehmen wir diese Aufgabe gern und wir starten mal. Liebe Frau Pastorin Ulrike. Ja, er ist ja noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Der Messdiener ist noch nicht fertig. Okay, lass mal so. So, jetzt geht's dir am Kragen. Du hast es nicht anders gewollt. So, du hast ja einen wunderschönen T-Max, die ist eine Augenweide. Erinnert uns so an die Schönheiten, die so in Paris über den Laufsteg gehen. Also das sind ja diese Models. Und dieses Wort gibt es auch in Französisch. Das können wir nur leider nicht schreiben und auch nicht aussprechen. Deswegen heißt dein Roller Eckert. Hey! Bitte schön, deine Urkunde und andere Aufkleber. Ja. Mach mal. Lieber Olaf, da, Feuerteufel, schick gemacht von unserem Andy. Olaf, du bist am Wochenende unser DJ hier am Platz. Wir haben lange überlegt, wir haben eigentlich gedacht, naja, gibt den Namen, müsste eigentlich dein Roller DJ Bobo heißen, aber das war uns dann alles nicht festlich. Und wir haben dann gedacht, da muss uns was Besseres einfallen. Und wir taufen deinen Roller in Abwesenheit auf den Namen Jukebox. Herzlichen Glückwunsch. Klebebild, Taufurkunde, alles vorhanden. Wer das gleich nochmal näher sehen will, kann sich das hier angucken. Wir brauchen den nicht. Dann haben wir hier unseren Frank, unseren Teddy. Ja, schauen wir mal. So, bisher geht es noch nicht so lange bei den HGM dann aktiv. Hallo. Wir haben in der kurzen Zeit schon sehr viel erfahren. Nicht nur, dass du in Sanitäter auf dem Fach warst, sondern dass du auch sehr viel ehrenamtlich tätig bist, um Menschen zu helfen. So, und dann hoffen wir, dass auf deinen Roller immer so viel Verlass ist wie auf dich. Und deswegen bekommt dein Roller den Namen Good Man. Ja, dann muss man auch getauft werden, aber richtig, nicht? Und oh, guck mal, die Haare liegen auch nicht so schön. Können wir da noch mal so ein bisschen, ja, sehr schön gemacht. Ja. Liebe Hilly, du hast uns schwere Kopfschmerzen gemacht. Für die Leute, die das Fahrzeug noch nicht kennen, ein Canon. Unser Hilly hat natürlich, wie Hilly ist, einen Wunschnamen geäußert. Und Hilly, ich komme zu dir. Wünsche gehen nur im Märchen in Erfüllung. Beim HGF. Hilly, was bot sich an, Kenneth? Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wir kennen Spider, fiel uns ein Spider-Murphy-Gang. Da kennst du sicherlich das Lied Skandal im Sperrbezirk von. Und wir haben uns überlegt, nein. Kennen bekommt den Namen Murphy und gratuliere. Und eine Mütze gibt es auch oben dran, eine Kennenmütze. Einmal deine Taufurkunde und das Klebebild für dann. Aber richtig. So. Helmut. Ich mach Platz. Ein sehr regelmäßiger Besucher des HGF-Festmonatstreffens. Und so wie wir erfahren haben, liegt dein ganzes Glück hier auf dem Rücken der Pferde. So, den du auch gezeigt hast. Und dein Roller hat zwar etwas mehr als ein PS, aber das hat ja dann auch wieder mit Pferden zu tun. Und dann haben wir überlegt, dann kann dein Roller eigentlich nur Crazy Horse heißen. Bitte schön. Wirklich. Soll ich mal was sagen? Der ist seit 2009, seit der letzten Taufe. Nächstes Mal will ich den Eimer, ich will den Eimer. Ich will. Ja, davor hatte ich den Eimer. Genau. Ja. So, auf diesen Menschen habe ich mich besonders gefreut. Unseren Horst, unseren verrückten Rollerfahrer aus Bochum mit seiner Satellit.
du bezeichnest dich, deswegen darf ich das ja sagen, selber als verrückt und mittlerweile, mittlerweile Mr. Eisenarsch. Richtig, wo er so überall rumfuhrt. Seine letzten Roller hatte auch den schönen Namen Luigi und er hofft ja, dass sein Name wieder Luigi wird. Nein! Auf keinen Fall, warte ich mal ganz kurz. Natürlich, du bleibst Luigi, deine Roller werden Luigi bleiben. Wir taufen deinen Roller auf den Namen Luigi. Und jetzt freust du dich, ich weiß es. Was hat der Horst Angst gehabt? Oh, das zieht das zu. Kleine Stückchen, bitte. Privatleben rumgeschnüffelt. Da sind wir auf eine interessante Nebentätigkeit von dir gestoßen. Was schon mal das machen vergehen. Und hier bei den Teilnehmern gibt es bestimmt nicht so viele, die so etwas in dieser Form ausüben. Und bevor ihr jetzt alle auf dumme Gedanken kommt, die Angelika macht Bauchtanz. Aber da ja Bauchtanz ein blöder Name für so ein Roller ist, haben wir uns für die englische Version davon entschieden. Und der Roller heißt Belly Dance. Ja? Bitteschön. So, ich mache ein bisschen Platz, damit ich bei der Foto mache. So, dann haben wir unseren Dennis. Dennis ist der Sohn von der Bauchtänzerin. Wenn ich das mal so sagen darf. So, und uns fällt uns auf, oder sofort, heute wo du kamst, ein relativ neuer Roller, der Lack glänzt, richtig schön und leicht wie ein Stern. Wie du heißt übrigens, dein Roller, der hat über den Namen Funky Star. Deine Urkunde. Wer kann das ab? Noch ein überkochen. Klaus. So, dann haben wir den Horst. Ja, Horst. Wir haben ja schon vorher dein alten Jungen getauft, der ja leider durch einen Unfallschaden Schrott geworden ist. Aber wir haben gedacht, dein neuer Flamme hält den gleichen Namen und er heißt Nala. Ich mal die Drecksecken hier aber ein bisschen. Putzt du mal ein bisschen, ey. Er macht schon freiwillig. Ja, guck mal, gewohnt. Dankeschön. So, und jetzt haben wir unseren Helix-Uwe hier. Hier, Auto. Helix-Uwe fährt nicht nur den 250er Helix. Wenn ich das richtig habe, hast du auch einen Elektroroller, ne? Hat er nicht. Hast du nicht den Wegkriegs? Nein, hat er nicht. Gut. Mit dem Gefährt bist du hier ja weit unterwegs, viel unterwegs mit der Helix. Ist ein schönes Teil. Und wir haben lange überlegt, was für einen Namen geben wir dir. Wir hoffen deinen Helix. Auf den Namen. Du musst aber gucken. Aber da mache ich keinen. Die mache ich nicht. Nichts machen wir nicht ein. Nichts machen wir aus Prinzip. Uwe, du hast es ja nicht anders gewollt. Hey. Ja. Du hast ja in deinem Beruf sehr viel mit Latz zu tun. So, und dann lag es uns natürlich nah, den Namen deines Rollers irgendwo in der Buntani zu suchen. Ja? Gift wieder. So, das wollte ja was sein, was ganz ehrlich so warm gemacht ist, genau wie dein Roller. Und da du ganz Jahresfahrer bist, irgendwie habe ich hier Aussetzer. Da du ganz Jahresfahrer bist, sollte es auch eine Pflanze sein, die genau wie du winterhart ist. Und sei uns jetzt nicht böse, weil du musst bedenken, das hätte noch schlimmer kommen können. Zum Beispiel Männertreu, Erbszeitlose oder Kartoffelblume. Aber wir haben uns für den schönen Namen Stiefmütterchen entschieden. Den Aufkleber will ich auf dem Roller aufsehen. Genau. Aufsitzen. Auf den Roller. Eine Taufe für uns, die so etwas Schwierigkeiten gemacht hat. Das tut es gleich nicht. Lieber Jürgen,
Wir haben lange, lange überlegt, einen Namen zu finden. Da du aber mehr mit unserer Außenstelle Südwest zu tun hast, haben wir uns die Zurate geholt und wir haben da gehört, Geschichten gehört, oh mein lieber Freund. Eine will nicht davon preisgeben. Wenn du unterwegs bist, kann man das machst du. Du brauchst Stunden, bis du irgendwo fertig bist. Ja, hast du die Haare schön oder? Ja, aber die Haare muss doch schön sein. Die muss doch schön bleiben. Wir haben uns überlegt, wir taufen deinen Roller Oschi. So, und ich glaube, hier passiert jetzt doch was. Damit du demnächst während der Party Haare bekommst. Aufsetzen! Aufsetzen! Aufmachen! Hast du als Geschenk das erste mobile Trockenhaube Anschluss am Aufschluss? Hast du nicht! Hast du nicht! Passt wie Arsch auf einmal! Der Oschi mit dem Ich sag es nicht. Die haben das Radar eben am Auspuff. Hör mal, Fritz, mit der Auflage, das heute Abend den ganzen Tag zu tragen, ne? Muss ich jetzt den ganzen Abend tragen? Ja, ich muss das. Was? Hey! Mach den Roller an! Ich hab keine Geheimnisse, aber ich mach den Roller an. Was ist denn verloren da stehen, ne? Wo ist denn? Wo ist denn? Ja, warte mal, die sind doch mit dem Also, der Roller ist leider zu Hause in Österreich geblieben, deswegen hast du ihn reingeschrieben. Ist er in diversen Foren liebevoll schlucht? Aber das war uns nicht. Und da wir in deiner Heimat Winter nicht wenig und dort lange die Straßen von Eis und Schnee beherrschen, kommt der Burg ja eigentlich aus. Deswegen bekommt er den Namen Ötzi. Ja, haben Sie Martin gesehen? Achso, du kriegst ja noch was von mir. Entschuldigung. So, jetzt ist es. Bubi sind heute hier mit 5 Mann vertreten. Die meisten Rhythmen aus eigener Feder. Was gibt es noch zu sagen? Muss ich überlegen, ich habe mein Zettel verloren. Ich habe ja mit den Jungs schon gesprochen. Mein Daten sind weg. Ich muss mir die mal so langsam in meinen Kopf hochziehen. Also die Jungs kommen aus Witten. Sie treten oder sind schon in ganz Deutschland aufgetreten. Und der Name von diesen Jungs ist Programm. Ein portugiesischen Namen trägt diese Gruppe, Boleros, oder auf Deutsch die Krachmacher. Ich denke, wir lassen die Jungs so langsam auf den Birken. Ich gehe mal raus aus dem Programm. Wenn ihr wollt, dürft ihr. Viel Spaß mit unseren Jungs. Danke.
atmen, stelle ich mir gerade die Sonne vor. Kleine nette Damen ins Drink. Yes. Können dann auch große Damen ins Drink? Ja, die großen Damen ins Drink, genau. Seid's voll drin?